Hallo meine Lieben zu Türchen 15. Also, wir sind immer noch an unserem wunderbaren Kissenbezug, haben das neue Knäuel, haben hier jetzt nochmal das Muster und so wie ich gesehen habe, ist das auch noch das gleiche Muster von gestern. Hier hat sich nichts geändert. Ja, entschuldigt, das war gerade der Drucker. Ich habe es mir gerade ganz frisch ausgedruckt. Aber nein, da hat sich nichts geändert. Okay, Anleitung. Jetzt kann weiter gestrickt werden. Damit deine Kissenhülle auch größer wird, einfach mit dem zweiten Knäuel aus diesem Türchen weiter gerade hochstricken, bis dieses Knäuel aufgebraucht ist. Okay, nur das kriegen wir ja hin. Einfach das Muster von gestern fortsetzen und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Wer jetzt das Muster noch nicht kennt, schaut bitte mal in Wir werkeln die 14. Da habe ich das Muster schon abgestrickt. Weiter gab es das erste Knäuel und da habe ich dieses wunderschöne Teil schon fertig gemacht. Und heute stricken wir weiter. Das heißt, ich werkel jetzt hier fröhlich vor mich hin, werkel hier weiter. Und wir sehen uns dann, wenn ich hier die zweite leere Banderole habe, weil die erste habe ich hier immer noch liegen. Okay, weiter geht's. Was ich noch vergessen hatte. Damit ich nicht durcheinander komme, habe ich mir mal aufgeschrieben, wo ich gerade stecke. Also ich habe jetzt nicht direkt nach dem Beenden oder nach dem Schnitt in Türchen 14 angefangen aufzuschreiben, sondern ein bisschen später und weiß jetzt genau, Runde 3 habe ich jetzt gerade gemacht oder Reihe 3. Das heißt, ich fange das neue Knäuel jetzt ab Reihe 5 an. So, meine Lieben, an Tag 2 von diesem wunderbaren Kissenbezug habe ich jetzt 53 cm Höhe und für eine Reihe habe ich hier auch noch Material, aber leider reicht das nicht aus. Also hoffe ich natürlich jetzt aufs nächste Türchen, dass wir noch ein Knäuel kriegen, dass wir das fertig machen können. Nee, also hier hoffe ich nochmal auf ein Knäuel, dass wir das dann fertig machen können, weil 53 in der Länge, das passt vorn und hinten noch nicht. Aber das Muster, das ist einfach nur zum Knutschen. Okay, meine Lieben, dann schauen wir dann ins nächste Türchen und ich bin schon ganz kräftig gespannt, ob es denn dann hiermit weitergehen kann. So, halt, Moment. Für die genauen Maße. Also hier hatten wir ja 53 gemessen. Und hier auf der Länge habe ich, oder die Breite, habe ich 32. Aber das Ganze muss ich ja noch ein bisschen ziehen. Wir legen das ja nicht so aufs Kissen, weil ansonsten haben wir nämlich ganz, ganz schnell ein total ausgelatschtes Kissen. Sondern wir ziehen das Ganze ein kleines bisschen. Dass es dann im Prinzip so mit ein bisschen Spannung auf dem Kissen liegt. So, das wären jetzt 40 cm. Wenn ich das jetzt mal so anhalte. Da. Und so, ups. So. Und so ungefähr liegt es dann auf dem Kissen. So kommen die Zöpfchen richtig raus und. So ist es ein super Schal. Richtig schön kuschelig, richtig dick, richtig gemütlich. Aber so wollen wir es auf dem Kissen. Okay, also. Wir hoffen jetzt auf das nächste Knäuel, dass wir dann hier weitermachen können.